Hallo Deutschland am Wochenende. Abendessen in einem echten Schloss, an einem Tisch sitzen mit dem König. Was es sonst nur im Märchen gibt, das wurde jetzt für einige wenige wahr. Einen Tag nach seinem 50. Geburtstag hat Willem-Alexander der Niederlande Gäste zu Tisch gebeten, die am selben Tag wie er einen runden Geburtstag hatten. Ja, cooler König. Endlich Wochenende. Ausgiebig frühstücken mit Eiern und allem, was dazugehört. In Hessen kommen jetzt immer mehr Menschen in den Genuss dieses Frühstücksei nicht aus dem Supermarkt, sondern ganz frisch am Morgen aus dem eigenen Garten zu holen. Frisch gelegt von der eigenen Henne. Oder vielmehr von der geliehenen Henne. Deine Hühner haben ein Ei gelegt. In den frühen Morgenstunden lauern ihnen die Täter auf. Zwei Angestellte einer Spielhalle in Niedersachsen werden kurz darauf brutal überfallen, gefesselt und eingesperrt. Was dann passiert, haben die Überwachungskameras festgehalten. Kurz nach Mitternacht steht das Wohnhaus in Hamburg plötzlich in Flammen. Das brennende Reetdach muss während der Löscharbeiten komplett mit einem Bagger abgetragen werden. Die Bewohner des Hauses haben mitten in der Nacht ihr Zuhause verloren. 40.000 Euro. Die Summe, die Rainer Gärtner aus. Und jetzt zu einem Original. Im Schwarzwaldstädtchen Bad Dürrheim kennt sie so gut wie jeder. Ingrid Lorenz, besser bekannt als die Schnitzel-Ingrid, die aber noch viel mehr drauf hat, als nur die besten Schnitzel der Stadt zu brutzeln. Tja, denen scheint es allen zu schmecken. Auch die hier hätten bestimmt bald gerne ein Schnitzel, aber bitte ein rohes. Falco, Toto, Mia und Mauzi sind Vierlinge. Und die Tigerbabys verzücken gerade Zoobesucher in Österreich. Und das war es von uns für diese Woche. Am Montag begrüßt Sie Lissi Ischak hier bei Hallo Deutschland. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch ein gemütliches Restwochenende und kommen Sie gut in den Mai. Jetzt gleich die Heute-Nachrichten mit Christian Sievers. Auf Wiedersehen.